Guten Tag, liebe Besucher unserer Homepage. Nach dem Haupt- und Finanzausschuss will ich Sie kurz über wesentliche Inhalte informieren. Im Mittelpunkt der gestrigen Sitzung, die über 30 Tagesordnungspunkte hatte, standen Themen unserer Freiwilligen Feuerwehr. Wir haben dem Gremium vorgeschlagen, dass wir unsere Freiwillige Feuerwehr einem Statuswechsel zuführen, nämlich wir wollen künftig eine Berufsfeuerwehr mit einer Freiwilligen Feuerwehr kombinieren. Wir haben ja schon jetzt 65 hauptamtlich beschäftigte Feuerwehrleute, die alle im Beamtenverhältnis sind. Und wir sind fast an der Grenze zu 90.000 Einwohnern und da ist es ohnehin Pflicht, eine Berufsfeuerwehr zu bilden. Wir brauchen nach wie vor aber unsere Löschzüge in den Stadtteilen. Die Freiwillige Feuerwehr ist ein fester Bestandteil des Brand- und Katastrophenschutzes. Daran soll und wird sich auch nichts ändern. Wir werden alles daran setzen, dass wir wie bisher in den Stadtteilen gute Löschzüge haben, die einsatzfähig sind. Aber tagsüber ist das ein Problem, weil viele nicht mehr vor Ort arbeiten und deswegen auch im Tageseinsatz nicht mehr oder kaum noch zur Verfügung stehen. Und deswegen müssen wir auch die Strukturen, die brandschutztaktische Struktur unserer Feuerwehr überdenken. Dazu gehört auch, dass wir eine neue Hauptfeuerwache planen, denn die aus den 60er Jahren stammende Hauptfeuerwache am Hohen Staufenring, die platzt aus allen Nähten. Das Thema Brand- und Katastrophenschutz hat sich in diesen Jahrzehnten gravierend verändert. Wir haben viel mehr Spezialfahrzeuge, wir haben viele Kräfte unterzubringen und deswegen müssen wir neu planen und auch neu bauen. Das wird eine große Herausforderung. Wir reden über eine enorme Investition von mindestens 20 Millionen Euro, die zu schultern sind und das geht nicht ohne Hilfe des Landes Rheinland-Pfalz. Aber darauf können wir uns wie in vielen anderen Fällen auch verlassen. Also gestern ging es um die grundsätzliche Beratung und das Gremium hat auch für die Vorschläge der Verwaltung Verständnis und Zustimmung signalisiert. Wir gehen jetzt noch mal in die Fraktionen, um viele Detailfragen zu klären. Und dann werden wir im Stadtrat den Grundsatzbeschluss fassen, eine Berufsfeuerwehr mit einer Freiwilligen Feuerwehr zu gründen und den Grundsatzbeschluss über den Neubau einer Hauptfeuerwache. Und dann geht es erst richtig los mit dem Planen und mit der Klärung aller Finanzierungsfragen. Also eine Zukunftsaufgabe, der wir uns jetzt mit großem Engagement widmen werden. Darüber werden Sie noch in den kommenden Monaten und Jahren immer wieder viel lesen und hören und vielleicht auch sehen über dieses Medium. In diesem Sinne weiterhin viel Interesse und Freude an der Wormser Kommunalpolitik.